Auf die Bank. Ein höllisches Hallöchen zu der fünften Folge von Hollow Knight. Letzte Folge haben wir uns hier hingehockt und uns neue Talismane bei der guten Jalupra hier gekauft. Ich habe uns noch nicht gekauft, ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, okay. Wir müssen uns auch Sockel mal irgendwann kaufen. Aber das ist, machen wir jetzt nicht, weil wir haben ja gerade erst Talisman eingekauft. Au. Das, so fängt man eine Folge gut an, indem man einfach mal Damage nimmt. Ist doch gut. Perfekt. Oh. Und ich habe den Doppelsprung noch nicht. Fuck. Ich habe gerade noch ein anderes Gameplay gespielt. Wo ich den Doppelsprung bereits besaß. So, wir haben letzte Folge die vergessene, nicht die vergessene Wegkreuzung, die Kristallspitze angefangen. Nur haben wir sie nur zu gefühlt 5% fertig gemacht und das Wesentliche, weswegen du in die Kristallspitze überhaupt reingehst, haben wir gar nicht gemacht. Und das werde ich jetzt nachholen. Und hier sind wir, glaube ich, falsch. Habe ich die Robbe schon geholt? Nee, habe ich nicht. Perfekt. Hallo Raubchen. Ja! Das ergibt jetzt wirklich keinen Sinn mehr, weil wie will die Raupe hier, die Raupe kann sich teleportieren. Das ist geproved, weil das, die Plattform schwebt eindeutig in der Luft. Eindeutig. Alles fake. Ich wusste es. Hallo, du Fuck. Nein. Fuck, Teil. Ich mag. Die Teile sind auch scheiße, okay? Fuck. Nein! Okay. Boah, da gibt es später auch noch so einen nervigen Teil im Spiel, wo du einfach ewig hochklettern musst und unten dann, beziehungsweise wenn du einmal irgendwo nicht reinkommst, wenn du abrutscht oder sowas, darfst du wieder ganz hoch klettern. Ist geil, oder? Ist geil. So, ganz vergessen, dass es die Asche auch noch hier gibt. Alter. Ich muss dazu sagen, ich habe seit 4 Wochen ungefähr, hat nicht mehr gespielt. Die ganzen Folgen, die ich die letzten Wochen hochgeladen habe, waren voraufgenommen. Und hier ist nicht... Warte, warte, ich habe doch eine Karte! Das hat sich gereimt und das war nicht beabsichtigt. Da war eine Rafffliege. Und hier... Oh, Tiso. Ich wollte jetzt nicht aktualisieren, aber egal. Ey, bleiches Ding, du benutzt diese alten Linien. Erbärmlich, ein wahrer Krieger trägt sich selbst in den Kampf. Er bedarf solcher Annehmlichkeiten nicht. Ja, halt die Klappe, ich will halt nicht latschen. Lass mich, es ist die Arena, nach der ich suche. Ich habe schon viel, ich habe schon zu viel Zeit auf dieser verfluchten... Alter, du, ich muss echt mal gucken, dass ich besser vorlesen lerne. Das ist ja echt traurig. Okay. Er sagt nichts Neues und Dingeldongdong, ich will die tollen Dinge hier benutzen. Warte mal. Wo gehe ich lang? Ich muss die Kristallspitze. Hallo. Ah, das war schon mal wieder richtig gut. Lol. Ein neuer Journaleintrag! Ja! Ein Blubbsack! Friedliches, aber fauliges Geschöpf trägt ranzige Eier in seinem Inneren. Geil. Das klingt minimal scheiße. Ich hätte. Ach, scheiße, stimmt, da oben war ja auch noch ein. Da war ja auch noch ein Weg, egal. Gehe ich halt mal nochmal durch die ganze Kristallspitze heilen. Danke. Nee. Das ist auch nicht viel besser hier. Arsch. Stirb. Und hier ist eine zerbrechbare Wand. Und hier komme ich noch nicht lang. Okay, wir gehen mal hier lang. Ach, scheiße. Euch habe ich am wenigsten vermisst. Ach Gott. Ha! Gott, war das scheiße.
Platz. Okay, das ist sehr knapp. Okay, nice. Oh Gott, drei hintereinander. Nice. Dass ihr das First Strike geschafft habt, ist übrigens ein Wunder. Beziehungsweise, ja doch, 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 doch. Die drei habe ich ja First Strike geschafft. Fuck. Ich muss da hoch. Ah, hier ist schon der erste von den Scheißteilen. Die Teile sind wirklich scheiße. Also. Heilen. Zack. Ich weiß nicht, wie. Ja, das hat sich ein bisschen gelohnt. Bisschen. Da komme ich aber nicht hoch. Da komme ich auch noch nicht hoch. Warte kurz. Okay, ich komme von der anderen Seite lang. Okay, okay, okay. Hier ist eine Bank. Gehen wir mal zur Bank. Aber hier, die Bank wird bewacht. Und das sieht ja aus wie ein Bossraum. Ja, das ist ein Boss. Und zwar der leichteste im ganzen Spiel gefühlt. Das ist der Kristallwächter. Oh nein. Ich wurde getroffen. Shame on me. Ich wurde zweimal getroffen. Ich sollte jetzt besser nicht sterben. Falscher Zeitpunkt zum Heilen. Okay, ich bin gerade echt scheiße. Okay, gut. Der droppt nämlich eine ganze Menge Geo. Und das war echt das war eine saumäßige Verschwendung. Fuck. Ich habe gerade zwei Drittel Seele verschwendet und hier kommen wir dann später hoch. Ah, wir haben eine Bank. Nice. Und jetzt komme ich hier auch hoch. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir auf der anderen Seite noch weiter hoch. Ich weiß nicht, warum ich letztes Mal auf halber Strecke gefühlt abgebrochen habe, aber... Keine Ahnung. So. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ah nee, ich glaube, wir sind ja in den Ding da reingefallen. Schüssel des Warenhändlers. Oho. Den werden wir einer ganz bestimmten Käfer geben. Und zwar einem Warenhändler. Wer ist denn wohl ein Warenhändler hier? Ja gut, es gibt mehrere. Aber den Schlüssel können wir gleich zwei geben. Und dann gibt der uns... neue Ware. Und hier ist Quirelius. Was für ein Ausblick, nicht wahr? Es überrascht mich nicht, dass du die Strapazen der Reise durch diese schimmernden Höhlen überlebt hast. Habe ich das nicht schon mal gelesen? Von dir geht eine Aura der Stärke aus. Sie wäre sicher sehr furchteinflößend, wenn du nicht so... Ah doch, das habe ich schon mal gelesen. Der ist einfach da geblieben. Der faule Sack. Und lol, das ist einfach... Dieser Raum war voll long. Und so... Und ich höre schon wieder die Ärsche abbauen. Hallo. 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 Ich muss ja nicht aufsammeln, weil Geo verfolgt mich, ja? Glücklicherweise. Ah, und ich sehe. Da, wir haben einen wunderschönen, tödlichen Boden. Ah. Stirb du. Heilen. Ich höre einen Blacksack. Ranziges Ei, Alter, wie viele ranzige Eier gibt es denn hier? Wie viele habe ich? Ja, hier schon wieder zwei. Ich habe letzte Folge zwei verwendet. Ich glaube, die habe ich auch hier gefunden. Alter, das sind viele. Ah, ne, hier komme ich ja her. Geld. Alter.
Was haben wir hier? Ein Journal des Wanderers, Laramie Artred. Alle weggeschnitzelt. Journal. Lex baue ich noch. Die geben halt leider keine Seele. Tja. Die haben eine sehr gute Verteidigung, muss man schon mal sagen. Das war gut. Nicht so ganz. Und perfekt. Ja, mal runter. Ui. Erstens kommen wir jetzt hier nämlich einen tollen Leber, Alter. Einen tollen Leber umlegen. Und zudem können wir hier jetzt rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, man sollte hier nicht besser nicht sprengen. Ich bin impressed von mir selber. Nice. Hab ich souverän überstanden. Würde ich sagen. Und hier kommen wir zurück und hier ist so eine geile Brücke. Oh mein Gott! Ich wurde einfach weggeblasen von dem Ding und das ist das Kristall der Herz. Halte LT, wenn du am Boden bist oder an der Wand festhältst, um die Kraft zu konzentrieren. Lasse die Taste los, um vorwärts geschleudert zu werden und durch die Luft zu fliegen. Ja, wir haben jetzt nämlich einen Super Dash oder Super Sprint. Ja gut, ich spiele es mal jetzt auf Englisch, hallo. Das, man sieht schon, das wird jetzt einige Wege eröffnen. Unter anderem dieser eine da, warte. Wo war der? Ja, ihr seht, da sind über so Wege mit so langen Kristall Abgründen und da können wir jetzt halt lang. Das ist ziemlich cool. Ich mag den Supersprint. Und wir können jetzt auch, oh, besser nicht da, aber wir können jetzt hier beispielsweise einfach, und er geht auch über Räume hinweg. Und wäre jetzt nicht so eine komische Fuckkante gewesen, wären wir hier auch durchgeschleudert worden. Ja. Wir holen uns direkt den nächsten Talisman, der hier unten war. Und zwar können wir jetzt hier richtig krass. Und wir können jetzt auch uns noch einen Talisman holen. Fuck. Perfekt. Einfach perfekt. Und hier sieht es zwar jetzt ziemlich tödlich aus, aber es sind alles ganz normale Kristalle. Also die nicht böse sind. Und hier haben wir den tiefen Fokus bekommen. Ha, das ist ein geiler Teil, ich meine. Weil der lässt uns zwei Leben auf einmal fokussieren. Das ist ziemlich geil. Ziemlich geil. Das ist nice. Kann man machen. So, wir brauchen noch 6 von den Teilen, ne? Holy shit, das war ein bisschen knapp. Nee, wir können jetzt runter. Wir können jetzt runter. Okay, und ich würde sagen, wir holen uns direkt die nächste Fähigkeit. Oder warte mal. Geht das überhaupt schon? Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Warte, lass mich kurz überlegen. Von da kommen wir. Ja. Wir gehen in die ewige Ruhestätte. Tot. Ewige Ruhestätte, ich komme. So, wir haben auch wieder 800 Geo.
Wir hatten vorhin 70. Also man sieht schon Wong, was... Fuck this shit. I'm out. Okay. Souverän überstanden. Da kommen wir jetzt hier schön runter. Das ist so ein geiler Soundtrack hier. Ernst. Das ist richtig geil. Richtig geil. Okay, ja, wir haben hier keine Karte. Wo wäre Cornifer überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht genau, wo der blaue See mich hinführt. Deswegen lassen wir es vorerst. Aber hier kommen wir lang, wo ich hin wollte. Und zwar haben wir nur die Hälfte der Stadt da drin gesehen. Und au. Besser nicht von dem Typen treffen lassen. Der macht nämlich 2 Schaden. Ah. Renne. So, hier haben wir letzte Folge den Traumnagel bekommen. Und das ist schon ein geiles... Nee. Wir müssen hier dann durch. Aufzug, bitte nach unten. Ja, unten angekommen. Hui. Und wir hören die geile Stadt der Tränen wieder. Ich finde. Wir sehen wunderschöne Gegner. Der eine, der mit seinem Arm rumfuchtelt, ist übrigens mein Lieblingsgegner hier. Es ist geil. Keine Sorge, ich werde dich verteidigen oder so. Und dann fuchtelte er mit seinem Arm herum. Wir haben hier oben auch einen Wächter. Was für Wächter? Wir haben hier oben einen Träumer, genau. Und zwar Lurien der Wächter. Daher komme ich hier gerade mit meinem Wächter. Lurien der Wächter. Das ist ein ziemlich geiler Träumer. Oh, ich muss um meine Geos kämpfen, habe ich gehört. Kommt ihr gerade aus dem Boden? Der Fettsack? Ich frag mich, wie der da reingepasst hat. Haben wir wieder gut gespielt. Besser nicht da jetzt unten reinfallen, denn das macht doppelten Schaden, das will ich nicht. Da kam auch aus dem Boden. Warum kommt der aus dem Boden? Er macht einen Dreifachschlag. Au. Oh, yeah. Was haben wir hier? Oh, ein Vermi-Artrid. Haben wir hier. Hat doch keinen Dreifachschlag, bitte. Ich habe nicht viel Leben. Ich will aber leben. Verstehst du? Die feige Hülle wurde auch genommen. Seine Range ist einfach die kleinste überhaupt. Und hier kommen wir hoch. Ich will aber nicht da hoch. Station des Königs. Ja, ja. Und hier kommen wir in ein anderes Gebiet, wo ich jetzt noch nicht reingehe. Aber hier ist eine Bank. Und eine Hirschkäferstation, die recht teuer ist, glaube ich. Wie viel kostest du? Ja, 300. Das ist das meiste, was eine Hirschkäferstation kostet. Überhaupt. So, jetzt können wir uns auch hier fast traveln. Hin fast traveln. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung. Hinreisen. Ja. Boots. Nein! Hier komme ich unten gleich lang. Aber... wir gehen erstmal jetzt durch die ganze Stadt der Tränen. Und klatschen hier ein paar Höhlen weg. Oh, diese fetten... die sind ein Problem. Man hört, die sind überall. Leider. Ein bisschen knapp. Aber nur ein bisschen. Hier ist das Badehaus. Da müssen wir auch noch bald rein.
Alter. Hier können wir rein. Was ist denn hier? Was ist denn hier Tolles? Und hier ist ein kleines Secret. Und zwar können wir jetzt hier springen. Oh, Noni. Und dann haben wir hier eine goldene Hülle, die viel zu viel Leben hat. Und 1000 Geo gibt oder so. Ich glaube nicht 1000, aber eine Menge Geo. Oh, wie schwer. Boss. Wie Geo gibst du? Ah, okay. 400 ist aber für einen Gegner extrem viel. Extrem viel. So, wir können uns jetzt gleich wieder ein paar... Also das Haus da ist ein sehr, sehr guter Weg, schnell Geo zu bekommen. Wo ich mal kurz gezeigt haben, weil es ist ziemlich cool. Ist ziemlich cool. Und hier geht's wieder zu den Hirschkäfern. Nee, 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 nee. Ah! Ich habe gerade einen goldenen Bruder besiegt. Ist das schlimm? Alles klar. Er ist in den Tod gesprungen. Das. Oder auch nicht. Fuck. Der Arsch. Hat mich getäuscht. Verdammt. Okay, hier gehen wir noch nicht runter. Denn da gibt's was ganz Besonderes, aber das ist ein bisschen schwieriger als... Okay, hier kommen wir auch noch nicht lang. Und ich will hier auch noch gar nicht lang, denn da wird's auch schwer. Ah! Ja. Alle wegklatschen. Ja! Geil! Das ist großer Spaß und hier geht's auch hoch. Wow. Wow. Ihr werdet alle sterben, glaube ich. Alter. Werdet ihr auch gerade von jeder Scheiße getroffen, ne? Renne. Ha, ja, ja, ja. Okay, da kommen wir auch noch nicht hoch. Aber hier. Erinnern wir uns ja noch, da kam man nicht lang, weil da die Tür zu war und jetzt ist die Tür nicht mehr zu. Ich muss kurz was nachschauen. Ja, wir haben noch den Schlüssel, denn jetzt können wir den hier machen. Warte. Haben wir nämlich den tollen Klodeckel hier aufgemacht. Dann können wir runter. Ah, neues Gebiet, leider. Königlichen Wasserwege. Ich habe, es gibt in dem Spiel von, also, es werden zwei Speedrun-Challenges mit Steam-Archivements belohnt und deswegen habe ich die auch schon gemacht. Und da konnte ich dieses Gebiet hier relativ überspringen, aber so geht das natürlich nicht. Okay. So geht's auch. Ist das Säure? Nee, ist keine Säure. Das ist auch scheiße, denn hier gibt's auch Säure. Leider. Und die Teile. Viel zu viele von denen. Das halbe Gebiet besteht aus denen. Leider. Leider. Du bist okay. Au. Du hüpft nur ein bisschen rum. Hättet ihr nicht in die Explosion von dem Ding da reinlaufen können? Hier ist eine Bank. Da gehe ich hin. Ich will die Bank. Und ich höre eine Raupe. Eine Raupe. Die Teile sind relativ nervig, aber geh noch, es kommt noch später noch schlimmerer Kram. Oh, ich habe ja nur den Einfachsprung. Und man hört schon was. Und ich sehe was. Cornifer ist hier. Irgendwo. Nicht hier. Das ist das, was wir gerade gehört haben. Das Teil ist fucking widerlich.
Ah, okay, das war gerade die Verschwendung. Und wir hören auch wieder einen Blubsack. Ja, das ist eklig. Wirklich. Wirklich eklig. Das muss, hätte nicht sein müssen. Das Spiel war schon gut ohne den gewissen Ekelfaktor. Das gibt's nämlich auch noch. Teile, die von Natur aus fliegen, beziehungsweise die einfach so nur fliegen können. Ich habe schon hier eine fucking Wampfliege. Da ist sie ja auch schon. Noch ein Teil von dem. Wir haben irgendwo Conifer. Ich glaube, wir sollten erstmal Conifer aufsuchen. Das ist noch ein ranziges Ei. Da war doch vorhin auch noch ein Blubsack. Das heißt, wir haben zwei ranzige Eier. Und ich höre irgendein Artefakt. Entweder einen, Ich verstehe, warum die Musik etwas kranker wird. Aber so krass muss sie jetzt auch nicht abgehen. Ich meine, sind halt drei Gegner. Mehr als sonst. Gut, das war ein bisschen scheiße. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ach so, weil es hier abgesperrt ist, deswegen rastet die Musik so komplett aus. Ja, halt die Klappe, so krass war es jetzt auch nicht. So, Garnifer, hallo. Oh, sind diese Wasserwege nicht aufregend? Ein Labyrinth aus Rohren und Tunneln. Einen besseren Ort, um mich meiner Talente zu bedienen, hätte ich mir nicht wünschen können. Alles hier ist so ordentlich, so durchdacht. Ganz anders als die rohe Unregelmäßigkeit jener Höhlen. Ah, leider sagt mein Rüssel jedoch, dass die Pilzöde nahe ist und mein klammes Abenteuer bald ein Ende finden könnte. Diese Karte ist dann wohl fertig. Die ist sogar recht vollständig, glaube ich. Nein, ist sie nicht. Alter, Conifer, bist du scheiße. Okay, da geht's in die Pilzöde. Und wo genau in die Pilzöde? Das will ich jetzt wissen. Oh, das ist ziemlich tief. Ah, ja. Ich weiß, wohin. Gut, Orientierung ist jetzt nicht mehr komplett am Arsch, wie sie vorher war. Und ich habe gerade wieder eine Röhre kaputt gemacht. Fuck. Da wollte ich gar nicht. Hallo? Komm ich da hoch? Ah, nee, da käme ich hoch, aber das ist nicht so wichtig jetzt. Und ich höre das Fragment, das Artefakt. Komme ich hier schon hoch? Ich glaube nämlich fast nicht. Das wird ziemlich scheiße. Na okay, ich komme hier scheinbar noch nicht hoch. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht hochkommen würde. Boah, Alter, hat er sich aufgebläht, Alter. Das war schon krass. Warum haben sie hier fucking Geld in... Nice, Maskenscherbe. Im Ernst, ich wusste von dir hier gar nichts. Lol. Auch nicht noch so ein Teil. Ja. Boah! Bitte nicht noch einer. Ja! Yeah. Nice. Das ist eine Menge Wasser, habe ich gehört. Wie heißt die Teil überhaupt? Oh. Ohne zu wollen, habe ich den noch eins erwischt. Wobei, ich habe nichts dagegen. So, noch ein Blubsack. So, ein ranziges Ei. Ich wollte mal gucken, was sagt denn der Journal-Eintrag zu den ganzen hässlichen Teilen? Eine Wampfliege. Dünne haben wir, glaube ich, schon. Ah, die prächtige Hülle haben wir auch noch nicht. Runde Hülle mit leuchtendem Metall überzogen. Hat den Instinkt behalten, Geo anzuhäufen. Schönheit findet man in vielen Dingen. Ob in den Reflexionen des Lichts oder in dem Wasser, im Geschmack frisch getöteten Fleisches oder dem Ruf eines Jungen nach seiner Mutter.
Okay, ich frage mich, ob das jetzt so schön ist, aber ja gut. Doch, ich habe niemals diese Begierde nach Metallen oder Stein verstanden. Ja, keine Ahnung, ne? Ein Pilflip. Eigenartiges Geschöpf, das sich Veränderung anpasst, indem es sich umdreht und die Gliedmaßen auf der anderen Seite. Das ist echt lustig. Die Gliedmaßen auf der anderen Seite des Körpers benutzt. Ein Wump. Winzig und friedlich. Nee, doch, winzig und friedlich. Ah doch, ja, stimmt. Winzig und friedlich. Schrillt jedoch ungeheuer an, wenn es bedroht wird. Ausgesprochen witziges Geschöpf. Blubster kann man ja schon. Flugegel. Der jüngste seiner Gattung. Sein Körper setzt sich aus Zähnen, Flügeln und einem Bauch zusammen. Und Egelmon. Warum heißt das Egelmon? Das hat nichts mit einem Digi oder einem Pokémon zu tun. Also, ja. Wurmartiges Geschöpf, das einen feuchten, dunklen Lebensraum bevorzugt. Ja. Ja, ist feucht und dunkel, passt. Wie ein Pilz, oder? Waren die nicht auch feucht und dunkel? Ich weiß es nicht. Und waren wir ja nicht schon? Ach, hopf. Aber ich sehe hier ein geiles Sekret. Ja, eine Raupe. Fuck. Bitte nicht treffen. Bitte nicht treffen. Danke. Oh ja, jetzt geht's richtig krass vertikal nach unten. Hier ist eine Bank. Und wir hören mal wieder die geilen Dinger. Wir sollten echt ein Schwert-Upgrade uns mal irgendwann holen. Ich frage mich gerade, wo wir eins herbekommen könnten. Ich glaube momentan noch gar nicht. Aber wir könnten einen Traum... Nein, 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 den Traumboss machen wir noch nicht. Ich habe 5 fucking AP. Und ich denke schon an Traumboss. Traumbosse sind erschwerte Versionen von normalen Bossen, die man dann freischaltet, wenn man den Traumnagel hat. Aber die sind alle eigentlich ganz cool. Oh, ein Pillflip. Und ich glaube fast... Ne, ich glaube nicht. Ah, ich höre schon wieder die Egelmons. Ah, die Teile sind halt two-hit. Okay. Ich dachte, hier ist auch ein Egelmon. Aber hier ist noch eins. Und hier ist noch eine. Alter. Warum hast du in die andere Richtung geschlagen? Darf ich das mal. Ah, ja, okay. Hier ist die Bank. Boom. Die Teile sind jetzt auch nicht so gefährlich, nur ein bisschen nervig. Oh, das wollte ich nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. I am fucked. Okay. Aber übrigens, die habe ich schon mal erwähnt, dass die Töne absolut geil sind. Wer das synchronisiert hat, bekommt von mir einen Oscar. Oder so. Oscar war für Schauspielerei. Ja doch, das ist ja irgendwie Schauspielerei. Noch einer? Aber ein Egel ist da. Ein Flugegel. Oh Gott, da ist noch mehr. Mehr Spaß. Ja. Mach wenigstens alles kaputt. Alter, da ist noch mehr von dem Scheiß. Und der Teil ist definitiv zu inkom... Achso, das hat, läuft auf Bein, deswegen kommt es nicht hoch. Ah. Ich mag keine Umarmung von dir. Oh Gott. Ich fand die tatsächlich mal schlimmer. Die Egel. Die sind schon irgendwie widerlich. Vor allem die ganzen Sounds. Und hier sind überall Larven. Das ist nicht viel besser. Die im Boden stecken. Oder Maden oder sowas. Das ist schon. Das Gebiet ist ziemlich abstoßen.
Oh, hier gibt's noch einen Secret, so ein Secret-Gebiet noch. Okay, ja, apropos Secret. und ja, gibt's noch mehr Igel, würde ich sagen. Sehr dicke Igel, die man nicht wirklich treffen will. So ein Arschloch. Aber hier ist eine geile Abkürzung, wo wir einfach dann, falls wir sterben sollten, wenn irgendwas gleich kommt. Überleg gerade, ob wir heute leben wollen oder nicht. Ich glaube. Apropos Secret-Ebene. Haha. Ich hab's nämlich schon gefunden. Hier geht's wohl lang, wo wir noch nicht lang wollen. Oh, und hier ist sogar weiße Suppe. Und diese weiße Suppe kommt von dem Ding. Das ist wirklich widerlich. Also, wirklich. Und hier ein Ekelmon, hallo. Ist noch mehr weiß. Ach, warum? Das weiße Zeug, das ist wirklich widerlich. Das ist wirklich extrem abstoßend. Aber hier gehen wir noch nicht weiter, denn wo wir hier hinkämen, ja, das bringt's nicht, weißt du? Das bringt's auch nicht. Und was haben wir gerade für Talisman drin? Definitiv keine Offensiven. Also würde ich mal kurz meinen Talisman auswechseln und dann machen wir kurz einen kleinen Boss für zwischendurch. Wir machen einmal das Teil rein und das könnten wir auch reinnehmen. Dann hätten wir es eigentlich nämlich schon und ist relativ stark. Wir könnten auch die fragile Stärke reinpacken, aber da haben wir halt nur einen Versuch. Das ist mir gar nicht so recht und ich hänge an meinem Geo momentan ein bisschen, weißt? Nice, eine Essenz! Und ich bin den falschen Weg gegangen. Das gibt nicht mal Geo! Hört sich das nicht geil an? Doch, hört sich's und let's go! Egelmatrone! Hört euch die Geräusche an. Das ist das einzig Gute an diesem Boss. Okay, so wird das nix. Das Teil spawnt halt viel zu viel. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir lassen's. Ich habe jetzt echt nicht Lust, mein Geo. Tschüss, mein Freund. Tschüss, tschüss. Mein Geo zu verlieren, ist jetzt nicht das, worauf ich jetzt Lust hätte. So, was haben wir denn hier noch? Wir gehen mal nach da. Hallo. Ah ne, hier muss ich gar nicht lang. Die Geräusche. Warum ist das so fucking schnell? Das darf man nicht, das ist illegal. Oder so. So. Hier rein. Und Boots. Ich hab das vergessen. Scheiße. Den hatte ich jetzt nicht vergessen, aber was er macht. Das hatte ich vergessen. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Dieser Boss ist so dumm. Das ist nämlich der Dunkverteidiger. Der erinnert mich aber an König der Löwen. Wie ist der Typ? Ich habe keinen Plan. Sein Ruf da. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich habe keine Ahnung. Das ist der Dunkverteidiger, meine lieben Freunde. Das ist gar nicht mal so geil. Doch, ist der Dunkverteidiger ist ein ziemlich geiler Boss. Erstens läuft er mit scheiße Kugeln. Zweitens ist er ziemlich scheiße.
Das kommt noch dazu. Doma, Doma. Ah, fuck. Nein, ich glaube, es war bisher No-Hit. Vor diesem Punkt gerade eben. Fuck. Ah. Alter, wie oft bist du denn gestunt? Fuck. Das passt irgendwie nicht. Hat gerade einfach geschrien. Oh, ich bin runtergefallen, cool. Ich glaube, das sollte gar nicht so sein. Das sollte definitiv nicht so sein. Ah. Die Musik ist auch geil. Heilen. Aber wieder zur Scheiße, Kugel. Sorry, ich sollte nicht pfeifen. Ich hab ganz vergessen, wie scheiße das klingt. Ich hab noch nicht mal die Hälfte, beziehungsweise noch nicht mal seinen absoluten. Den habe ich übersprungen. Normalerweise hat er dann nämlich so eine kurze Phase, in der er absolut ausrastet und nur noch dieses komische, wo er springt und seine scheiße Kugeln dann wegfliegen. Macht er dann nur noch einen relativ schnellen hintereinander. Und wir haben das Wappen des Verteidigers. Geil. Und wir haben das hier. Eine Pumpe. Falls euch das interessieren sollte. Die jetzt Säure weglutscht aus einem anderen Gebiet. Es gibt keinen Grund, nicht in dieses Gebiet zu gehen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Es gibt keinen Grund, da nicht jetzt direkt hinzugehen, weil, ja. Das ist nämlich da unten. Ach, ich mag den Dunkelverteidiger. Ist ein sehr lustiger Boss. Erstens, sein Ruf ist wunderschön und ich glaube, ich habe mich verliebt. Eindeutig. Definitiv. Na, ist nicht mein Lieblingsboss, aber ist ein ziemlich cooler Boss, wie gesagt. Ist geil. Der hat doch gesagt, das sind die Beine von dem Typen. Warum sehen die so aus wie Fühler? Das ist komisch, das Vieh. Das ist ziemlich komisch, das Vieh. Ah, ich glaube, wir sind gerade auf dem falschen Weg. Oder war hier noch... Ich weiß es gerade nicht genau. Aber hier geht es irgendwo noch hoch. Geht's hier hoch? Nee. Fuck. Ah. Okay, das eine kann nur laufen, der andere kann nur springen, oder was? Ich meine, kleine Igel haben doch kein Geld. Und das ist Säure. Das ist Säure. Eindeutig. Klarer Fall von Säure. So, und hier müssen wir jetzt dashen. Jetzt können wir hier lang. Und hier durch. Und hier lang. Hier müssen wir jetzt auch mal an die Wand und nochmal dashen. Übrigens, nicht überall, wo man dashen kann oder soll, sind so Kristallteile. Das ist nur bei manchen. So, und da oben geht's lang. Und ich musste mich kurz kratzen, weil ich gerade Arsch gejuckt hat. Lebt er noch? Nee, tut er nicht. Sehr schön. Ein Rumpf. Ich glaube, das ist das Geräusch, was die machen, wenn sie sich aufblasen. Und noch ein Blubsack. Die Teile, Alter. Ranziges Ei. Du musst auch erstmal rausfinden, was du mit den Teilen überhaupt machen kannst.
Nur mal so, ich habe das nicht alleine rausgefunden. Ich musste YouTube nachschauen, was man mit fucking ranzigen Eier macht. Warum? Ich weiß, dass Robokraft spielt. Warum wird mir das jetzt nochmal angezeigt? Warum ist hier eine fucking Wache in Wasserwegen? Überprüfst du, dass hier keine Verunreinigungen stattfinden oder so? Willst du dein Geo bewahren? Beschützen, meine ich. Scheinbar. Ja, ist nicht so gut funktioniert, ne? Hier hoch. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, hier gibt's eine Wache. Ah, ich glaube, hier kommen wir lang. Geo. Und ein Herz. Und... Ja. Jetzt nehme ich jetzt ganz schön vertikal nach oben. Und wir hören irgendwelche Geräusche. Ewige Emilizia. Ah, was für eine Überraschung. Ich bekomme nicht oft Besuch. Es ist so lange her, eine Ewigkeit. Ich hoffe nur, meine Manieren sind nicht eingerostet. Du hast ohne Zweifel meinen Wohlstand bemerkt. Du hast es erfasst. Ich bin in der obersten Kaste von Islands. Das ist ja toll. Naja, ich war es einmal, bis diese Dumpfköpfe mich rauswarfen. Ah, scheiße. Hast du sie getroffen, meine ehemaligen Kameraden? Da draußen sind sie. Ihre Körper laufen geistesabwesend und leer umher. Ich bin noch am Leben, um ihren elenden Untergang mit anzusehen. Ach, ich bin so froh. Das Schicksal kann so wundervoll sein. Ist das Leben nicht wundervoll? Und wenn wir jetzt hier das aufmachen... Ich dachte eigentlich, ich mach was anderes. Aber ey, jetzt haben wir hier eine Tür. Eine weitere. Die freut sich gerade. Ist hart schadenfroh. Ich glaube, die bringt gar nichts, bis auf diese paar Zeilen Dialog. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas anderes bringt. Ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß noch nicht wirklich, was sie zur Story beiträgt. Also, das ist für mich ein recht rätselhafter Charakter noch. Ich könnte mal nachlesen, was die gute Emilizia zu tun hat. Oder was mit der ist. Nur, wer seine Ehre im Kampf unter Beweis stellt, darf diesen Hain eintreten. Der Verteidiger. Mal sehen, da unten wunderschöne Zeichnung von dem Typen. Echt geil. So, hier lang geht's jetzt. Hier sind tödliche Wampfliegen, die natürlich in den Tod treiben, weil wir so nett sind. Und hier ist eine Wache. Eine fliegende Wache. Dann kannst du fliegen. Ich will auch fliegen. Bald kann ich so fast fliegen. Ich glaube, fliegen wäre in dem Spiel schon irgendwie kacke. Ich meine, das wird alles kaputt machen. Sobald du fliegen kannst, ist einfach Plattforming nicht mehr nötig. Gut, dass es nicht existiert. Oh, das sieht ja aus wie eine Boss-Arena. Es ist aber nicht. Es ist eine Kämpfer-Arena. Der viel zu viele solche Dinger sind. Es kommen noch mehr. Das ist das Problem. Fuck. Ich glaube, wir sollten einen umbringen und den anderen am Leben lassen. Okay, gut. Scheiß auf Taktiken. Scheiß auf Taktiken. Hat ja so funktioniert. So, wir bekommen jetzt hier nämlich noch eine Fähigkeit, und zwar in Ismas Hain. Das ist die gute. Und hier gibt es eine tolle Fähigkeit von der Isma, und zwar Ismas Träne. Säure wird nun abgewehrt. Schwimme in Säurewasser, ohne Schaden zu nehmen. Und das ist so geil! Kann man die irgendwie... Ja, kann man Traum langen. Ogrim, keine Zeit! Der Ogrim ist... Vielleicht werdet ihr das ja noch herausfinden. Vielleicht werde ich das auch noch irgendwie erzählen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir mal dazu. Du bist echt. Was hat das denn zu heißen? Gibt es Unechte? Ja, gibt's. Es gibt Fake. Ich bin einfach komplett weg. Ah ja, da war das. Okay. Alles klar. Hier war einfach nur der Außenrumweg, wenn du so willst. Gut.
Das war Ismas Grove, was auch immer. Ismas Hain. Ich nenne es einfach auf Deutsch. Ich bin. Wenn man das Englische nicht kannte und trotzdem halt das Deutsch. Das trotzdem sagt. Trotzdem das Deutsch. Das ergibt keinen Sinn. Ah, ein Wurmwump! Ich laber gerade eine Menge Scheiße, fällt mir gerade auf. Also. Ich meine nicht, dass das was Besonderes wäre, aber. Trotzdem aufgefallen. Warum bekommst du keinen Damage im Säurewasser? Ich finde übrigens ein ziemlich cooler Designpunkt, dass die Teile auch dann so aufwurmpen, wenn man so will. Ist das auch noch Ismas Höhle? Ja, Ismas Hain. Gehen wir hier nicht lang. Muss ja nicht sein. Ich meine, wir haben ja schon alles, was wir wollten. Ich sollte es sagen, weil sonst fragt sich jeder, wer ist Isma und wer ist Ogrim. Isma ist ein Ritter und Ogrim ist ein Ritter aus der Zeit von Highlands Nests Blütezeit oder so. Und ich bin gerade viel zu kompetent hier hochgeklettert. Warum kletter ich überhaupt hoch? Ich muss runter. Wow. Und hier ist ein abgestürzter Fahrstuhl, ist das nicht geil? Hier geht's lang und hier. Oh. Hier ist eine wispernde Wurzel. Zumindest ein paar mehr noch. Ich wette, ich habe irgendwelche verpasst. Ach Gott, warum? Die Aufzugsschacht ist schon echt scheiße. Warum existiert das? Und ich. Da ist eine Falle und ich. Scheiß auf die wispernde Wurzel. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ich sterbe hier noch. Darauf bin ich jetzt gar nicht so scharf. Komm her. Feige Sau. So. Niemand nennt mich eine feige Sau. Wow. Wow. Sind überhaupt nicht widerlich aussehende Larven, Egel, Dinger, die als Stachel funktionieren. Und ich sehe gerade, dass wir gerade die Stunde Aufnahmezeit überschritten haben. Das ist relativ scheiße. Aber auch irgendwie cool. Denn wir haben in der Folge eine Menge geschafft. Und ich weiß auch schon, ich würde sagen, zwei Bosse pro Folge reicht ja auch. Irgendwie. Das ist nämlich der schnellste Weg in das Ding hier, in dieses Gebiet zu kommen. Das heißt, werden wir gleich herausfinden. Da gehe ich jetzt noch nicht lang. Ich suche die nächste Bank. Da gibt es so ein ominöses Zeichen. Und hier sehen wir schon das uralte Becken. Boah, ist das alt. Scheiße. Die erste gute Cornifer. Das sind sehr alte Höhlen. Man spürt richtig das Königreich über sich, findest du nicht? Ganz schön imposant. Ich glaube nicht, dass viele so tief gekommen sind. Wir sind Pioniere, du und ich. Zumindest für unsere Zeit. Und ja, ich will die Karte haben. Ist übrigens mein Lieblingsgebiet im ganzen Spiel. Ist ziemlich geil. Alter. Wir sehen hier Palastgründe. Wow, Alter. Oh. Hier sind überhaupt nicht, ja, scharfe Stacheln. Die sind nur ein bisschen spitz. Und hier haben wir einen Bankautomaten, den wir jetzt kurz aktivieren werden. Und geile Bank! Machen wir es mal kurz drauf. Und das war's mit dieser wunderschönen Folge von Hollow Knight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir eine neue Fähigkeit bekommen. Ach, das ist doch geil. Bis dann. Tschüss.